Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Random Technical Videos. Heute möchte ich euch eine Neuerung des Creators Updates genauer zeigen oder vorstellen, und zwar wie man Ordner im Startmenü erstellen kann. Dies ist ganz simpel und ähnelt fast demselben Vorgang wie auf eurem Smartphone. Dies ist ganz nützlich, wenn man halt zum Beispiel mehr Übersicht in seinem Startmenü haben möchte, beziehungsweise bestimmte Gruppierungen erstellen möchte. So, ich öffne mal einfach das Startmenü und wie ihr seht, habe ich einmal einen Ordner mit Office-Anwendung, einen Ordner mit Musik-Anwendung, also Groove Music, iTunes und einen Interpreten, und ich habe eine Kachel mit Spielen. Wie das funktioniert, es ist einfach wirklich, wie ich sagte, ganz einfach und ähnelt fast demselben Vorgang wie auf eurem Smartphone. Zum Beispiel wollen wir Kontakte und Nachrichten in einen Ordner packen, dazu einfach lange die Kachel halten und ihr zieht die Kachel auf die Nachrichtenkachel und wie ihr seht, vergrößert diese sich leicht, also da gibt es eine kleine Animation. Und die sollte sich nicht so wegbewegen, weil das ist eigentlich so manchmal das Problem, wenn man es noch nicht gemacht hat, dann bewegt sich die Kachel einfach weg und Windows denkt, man möchte die verschieben. Aber ihr müsst einfach drüber halten, sodass diese sich leicht vergrößert und ihr lasst dann einfach los. Und schon habt ihr einen Ordner erstellt. Diesen könnt ihr halt öffnen und schließen. Ihr könnt in dem Ordner nochmal die Kachelgröße ändern. Das ist auch möglich. Oder ihr könnt aber auch die Größe des Ordners anpassen. Dazu auch einfach Rechtsklick und auf Größe ändern. Und hier seht ihr halt auch diese ganzen Standardgrößen. Ich finde diese Funktion wirklich nützlich und die war auch eigentlich schon länger fällig. Wir wollen uns jetzt mal nicht beschweren, dass es erst jetzt rausgekommen ist. Aber es ist, wie gesagt, nützlich, wenn man halt nicht den Überblick verlieren will und nicht da eine Kachel, wenn man lieber alles sortiert haben will und somit schneller zu seinen Apps findet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war hilfreich. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, bitte abonniert meinen Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Und wenn ihr Vorschläge oder Fragen habt für ein nächstes Video oder irgendwelche Probleme haben solltet, könnt ihr ja etwas in den Kommentaren hineinschreiben. Ich verlinke euch das Video zu den Neuerungen des Creators Updates in der Infobox oder der Videobeschreibung und ich sage bis zum nächsten Mal.